Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Heute Abend das gewohnte Team. Heute an den Mikrofonen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und uns erwartet... So, da bin ich mit meinem Mikrofon jetzt. Oh! Und heute alles. Ein Spiel am ersten Vorrundenspieltag dieses Vorbereitungsturniers. Pass. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Wo stehen die Teams? Was können sie zu diesem frühen Zeitpunkt schon abrufen? Achten wir heute vor allem mal darauf, wie beide personell aufgestellt sind. Und von daher wird das sicherlich ein spannendes, interessantes Spiel. Bisschen durch. Platz für die Flanke. Ball an den langen Pfosten. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Komm schon. Das geht Thiago durch. Sie können den Ball abfangen. Sieht gefährlich aus. Berger! Berger! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Was ist toll, ne? Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Kommt er wieder durch? So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Da ist die Chance. Nein! Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. What? Die klasse Chance jetzt. Oh, noch ein Tor. Was für ein Lauf. Das war ein Fehler von Alisson. Aber haben wir die Brüder Berg auch weg? Ja, da darf der Ball bei dieser Parade natürlich nicht hinkommen. Da bedanken sie sich. Ja, zunächst ich die Abwehr, auch aber dann fällt das Tor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist er alleine durch. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Alter, 3:0 in Liverpool. Jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Super. Ja, das könnte man sehen jetzt. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Der Trainer macht heute also sein erstes Spiel für diesen Verein. Eine neue Aufgabe. Also es ist eine Aufgabe, wie sie schwerer kaum sein könnte. Denn das Saisonziel ist der Titel. Und da macht ihr... aber jetzt erstmal Augen auf. Nein, Huber. Spielt den Ball. Berger. Ja, gefährlich. Auf Huber. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Das ist beeindruckend, war in der Bundesliga-Team. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Da setzen sie Van Dijk gehörig zu. Da hat er die Chance. Der Pass, nichts zu halten hier. Wo ist die Abwehr? Das fragen wir uns und vermutlich auch alle anderen hier im Stadion. Da sind sie ganz einfach zu offen, zu nachlässig und dann lässt sich das Tor am Ende nicht mehr fallen. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5:0. Oh, viel Platz jetzt. Weiter gefährlich. Berger. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen.
Gut gemacht, gutes Tackling. Und er geht an ihm vorbei. Die Gelegenheit. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Jetzt sind sie am Ball. Ich sag, da steht zwei Berger. Er spielt ihn zurück, guter Doppelpass. Jetzt vielleicht die Flanke. Sie können es machen. Der Ball geht platziert in die untere Ecke. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Das könnte gefährlich werden. Den Ball holt er gut verteidigt. Am Ball ist Virgil van Dijk. Van Dijk geht rennen vorbei. Ganz alleine. Was hat das denn? Der Schiedsrichter pfeift ab. Eine einseitige erste Hälfte ist beendet. Ihr wisst nicht, wie hoch ich führen konnte, egal. Volle Mosala haben wir komplett isoliert. Und Firmino und. Sieht gefährlich aus. Ja, aber Mann, ey. League City war nicht zurück in Shanghai. What the fuck? Spielt sie mit ihrer B-Mannschaft? Anschluss Liverpool, mal schauen, was uns diese zweite Hälfte jetzt noch zu bieten hat. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Berger. Hase auf Berger! Berger! Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Oh, Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Oh. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da kommt der Pass. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff, Spiel geht erstmal weiter. Aber jetzt bekommen sie den Freistoß doch noch, Vorteil abgepfiffen. Henderson und Kate kommen rein. Action, Chamberlain und Kate kommen rein. Und hier auch Henderson kommt für Thiago. Kader für Chamberlain. Nun Firmino. Sie rücken schön nach, bieten sich an.
Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Könnte jetzt was werden. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Und jetzt bekommen sie die Chance. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Die Chance jetzt. Steil! Glanzparade von Alisson. Auch das war wieder nur überragend. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Das war heute eine eher diskrete Leistung. Klappo! Immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten. Die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Den Ball hat er. Und jetzt die Chance. Die Chance. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. 7-0! 7-2! Alles klar, ja, das ist schon bitter. Die Situation, den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Das aber im Frömmerling-Spiegel! Es wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Ey! Ist Diego Jota jetzt auf Feld? Okay, das David will verlieren. Das ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das war richtig haben mit Diego Jota. Da hat er die Chance. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Die Chance hier. Da duckt sich doch die Nummer 8, ey! Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Sieht gefährlich aus. Setzt sich klasse durch. Nein!